Liebe Studenten und Teilnehmer der Innovationstage 2018, mein Name ist Michael Bermerdinger. Ich freue mich, dass wir als Spar, Interspar, E-Commerce dieses Jahr bei den Innovation Days wieder dabei sein dürfen. Wir waren bereits letztes Jahr als Unternehmenspartner dabei und haben wirklich spannende Sachen von den Studenten mitbekommen und auch spannende Projekte begleiten dürfen. Wie die Aufgabenstellung vorgegeben hat, haben wir uns in unserem Bereich intern einige Ideen überlegt, die wir euch stellen könnten. Und schlussendlich haben wir uns für zwei Challenges entschieden. Eine davon darf ich euch jetzt direkt im Video kurz vorstellen. Wir haben beide aber auch in einer kleinen Präsentation noch einmal zusammengefasst, dort auch in Englisch, falls es vielleicht internationale Teilnehmer auch geben sollte. Ihr seht hoffentlich in diesem Video jetzt im Hintergrund einen unserer drei Online-Shops, weinwelt.at, und eine unserer beiden Challenges hat doch mit diesem Online-Shop zu tun. Die weinwelt.at hat als Zielgruppe inzwischen eher ein reiferes Publikum. Wir sagen immer plus 30, in Wahrheit ist es vermutlich eher in Richtung plus 40, und wir wollen natürlich in diesem Umfeld gerade beim Wein und bei Spiritosen auch jüngere Zielgruppen wieder ansprechen. Darum lautet unsere Challenge: Wie können wir unseren Onlineshop weinwelt.at auch für jüngere Zielgruppen unter einem speziellen Alter attraktiver machen? Konkret, wie müssen wir unser Businessmodell erweitern, anpassen oder vielleicht noch mit neuen Ideen ergänzen? Warum ist das für uns wichtig? Wichtig ist es für uns, weil wir natürlich für eine langfristige Kundenbindung auch jüngeres Publikum in unseren Kundenstamm mit aufnehmen möchten und weil wir natürlich auf der anderen Seite auch immer mehr Startups und Mitbewerber haben, die genau diese Zielgruppen ansprechen und natürlich dann uns in der Zukunft das Leben schwerer machen werden. Eine kleine Einschränkung gibt es für diese Challenge. Die Lösung, die Antwort auf diese Challenge soll nicht nur eine App sein. Eine App kann natürlich das Ganze befeuern, kann das ganze Thema auch vielleicht unterstützen. Jedoch haben wir im Unternehmen, im Konzern schon einige Apps und ist eine App alleine für uns kein nachhaltiges Businessmodell. Es geht also wirklich bei dieser Challenge darum, das Businessmodell zu erweitern oder vielleicht auch komplett zu ändern, um unseren Ansprüchen und unseren zukünftigen Zielgruppen gerecht zu werden. In dem Sinne wünsche ich alles Gute, freue mich auf die Tage dann mit euch vor Ort. Und bleibe bis dahin mit lieben Grüßen.